Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von WWE 2K18, meine Karriere. Ja, wir sind nun in der zweiten Woche. In der letzten Folge haben wir uns wollen wir jetzt den nächsten Schritt machen, eventuell WWE Champion zu sein, haben wir uns auch mit AJ Styles angelegt. In einer kleinen, Rededuell, wo AJ Styles gesagt hat, ja, du kannst es nicht gegen mich aufbringen, auch wenn du den versuchst einzucashen. Aber wir werden es sehen. Was hat Todd Mullin zu sagen? Dumm gelaufen letzte Woche, Mann. Versteh mich nicht falsch. Ich fand deine Promo toll. Manchmal bringen die Worte allein nichts. Seien wir ehrlich, unser Champ ist ziemlich stur. Der kriegt sein Fett schon noch ab. Ich hole ihn mir nach wie vor. Sehe ich auch so. Heute Abend. Ah, gute Rechtschreibung. Heutet. Heute Abend habe ich einen Kampf Mann gegen Mann für dich. Das ist nichts, worüber du enttäuscht sein solltest. Ist das dein Ernst? So kannst du zeigen, was du im Ring drauf hast. Du bekommst eine dringend nötige Verschnaufpause. Kurz gesagt, jemand, der das sagen kann, gönnt dir eine Auszeit inmitten all des Wahnsinns hier. Nutze sie. Okay. Sin City, fabulous Las Vegas, Nevada. Make sure you don't go anywhere because the legendary WWE action is coming up next. We have a great match coming up next. We have one of our breakout talents versus Luke Harper. Who will reign supreme? Okay, Luke Harper. Jetzt nichts Schlechtes, kann man so viel sagen. Wer uns den Gegner ausgesucht oder wer von uns oder welcher jetzt eine Verschnaufpause haben will, habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, McMahon, Bryan, Shane McMahon, also Vince McMahon, Daniel Bryan, Shane McMahon oder auch ein Triple H. Eins von den Vieren könnte es sein. Und ja, dass AJ Styles ein bisschen sauer ist. Tja. That what it is, ne? Das dann so halt ist. Ja. Aber man merkt schon, okay. Man will uns schon. Oder. Hallo? Okay. Ja. Zeige ich euch mal heute mein Entrance, ne? Habe ich auch noch nie gemacht. Zeige ich euch mal, wie mein Entrance, wie er so gut aussieht. Läuft ja ganz gut hier. Das schöne Blaue hier. Hier kommen wir raus. Hier sieht man auch natürlich unseren US-Title. Aber Moment mal. Wer kommt denn da? Oh. AJ Styles. Der WWE Champion attackiert uns. Tschüss. Geh mal in den Ring rein. So. Oh. Styles mit seiner Attacke. Styles will weiterhin draufgehen. Oh je. Ihnen haben die Aussagen gar nicht gefallen. Und das merkt man an seiner Reaktion. Und er attackiert ihn weiterhin. Was für ein Style Slash von AJ Styles auf die Rampe. Den habt ihr gar nicht gesehen? Schade. Okay. Das war ein bisschen schlecht. Aber AJ Styles hat uns attackiert. Also das Match und die Verschnaufspause gab es anscheinend nicht. Ja, damit hat man wohl die Rivalität weiterhin aufbauschen lassen und weiterhin aufgebaut. Das ist schon mal nicht schlecht. Kann man auf jeden Fall sagen. Also, gefällt mir. Und vor allem gegen den Phenomenal One, gegen den WWE Champion, habe ich gar keine Polizei. Vergessen wir das Match beim Pay-Per-View vor ein paar Monaten. Das ist egal. Das ist gar nicht so wichtig.
ist nie passiert. Wäre auch normalerweise gar nicht passiert, dass wir so ein Match gekriegt hätten beim Pay-Per-View. Wenn, dann müsste der Titel auf dem Spiel stehen. Stand der auch gar nicht. Tut mir leid, Mann. Der ist hier durchgedüst wie ein D-Zug. Hätte ich den auch aufhalten sollen? Ging nicht. Keine Ahnung, wo die Security war. Keine Angst. Ich werde der Sache nachgehen. Ja gut, das ist jetzt nichts Dramatisches, kann man so viel sagen. Aber eine Attacke von Styles. Und anscheinend war es das mit der Show. Okay. Ja, und da ist mein Gegner, Luke Harper. Was mich interessiert, ist jetzt hier. 427, okay. Wir bauen uns hier weiter einen auf. Wir bauen uns hier darauf weiterhin auf. Ja, da es ja eine relativ kurze Sache war, würde ich mal sagen, machen wir noch eine Ausgabe. Habt ihr noch mal ein bisschen Story. Würde vielleicht ein bisschen überlänger sein, aber dann ist es halt so. Aber das war jetzt wirklich ziemlich kurz. Die Attacke von AJ Styles, mit der ich jetzt nicht erwartet habe, dass das jetzt wirklich passiert, dass er uns jetzt wirklich da brutal attacked, man. Aber er hat es anscheinend getan, er hat es uns abgesehen. Und wir werden darauf reagieren. Wie wir reagieren werden, werden wir sehen. Wir werden natürlich sehen, wie der Storyline-Verlauf weiterhin gehen wird, was da für eine Sache gemacht wird, was wir geplant haben, wie wir uns auch an AJ Styles rächen werden, weil das lassen wir uns nicht gefallen. Und vielleicht gibt es ja auch von Vince McMahon was, von Triple H, von Daniel Bryan. Mit Shane haben wir nicht so oft geredet, aber tun wir auch nicht. Ist ja ein McMahon, muss man nicht unbedingt so viel reden. Triple H. Hey Mann, wir müssen über letzte Woche reden. Definitiv Triple H. Das hätte so nicht passieren dürfen. Champ hin oder her. Ich habe mich ziemlich ausführlich mit deinen Produzenten darüber unterhalten, dass das nicht wieder vorkommen darf. Die Sache ist ganz einfach. Er und ich haben ein tolles Arbeitsverhältnis und ich vertraue ihm voll und ganz. Das ist toll, Mann. Man braucht Leute, auf die man sich verlassen kann. Dummerweise hat das letzte Woche nicht gereicht und es hat uns beiden geschadet. In Zukunft werden wir unser Bestes geben, mehr Security am Ring zu haben. Und das fängt bei deinem Rückkampf heute Abend an. Das weiß ich zu schätzen. Sowas ist dringend nötig. Auf jeden Fall. Gern geschehen. Ich weiß, dass wir unsere Differenzen haben. Manchmal liegen da Welten zwischen uns. Scheint mir. Aber wie du dem WWE-Universum gegenüber schon so oft erwähnt hast. Du bist hier eine heiße Nummer. Als Manager muss ich diese Investition beschützen. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass ich gerade eben die Stimme jetzt irgendwie fünfmal verstellt habe bei Triple H. Aber irgendwie habe ich jetzt gerade keine passende Stimme gefunden. Tut mir leid, aber ja, ich erkläre euch gerade, warum ich so die Promo angewandt habe. Aber erstmal Top Molin. Wir haben das im Griff, Mann. Hier ist überall Security. Dein Rückkampf heute Abend wird so fair, wie es nur geht. Und so sollte es auch sein. Zeig ihn, was du drauf hast. Langsam wird's ernst. Ihr wisst es. Also nochmal gegen Luke Harper anscheinend. Another great night in store. Thanks for being here. We're live, and I just hope this arena has built the code because this crowd is rocking this place back and forth. We got a WWE lineup for the ages, so don't touch that remote.
Don't move. We have a great match coming up next. We have one of our breakout talents versus Luke Harper. You don't want to miss it. Ich muss ja dazu sagen, dass ich bei der Stimme relativ spontan drauf reagiere, wie ich meine Stimme. Dadurch, dass ich halt Todd Mullin jede Woche spreche, habe ich irgendwann eine eigene Stimme für ihn entwickelt, so dass ich immer diese Stimmenart oder diese Stimmbetonung benutze. Bei Vince McMahon, Daniel Bryan und Triple H, da variiere ich irgendwie komischerweise, warum auch immer. Aber gut, ich denke mal, das ist jetzt nicht so schlimm. Für mich ist diese Stimmverhältnung einfach dafür da, dass man es unterscheidet, dass, also ich rede halt so in dieser Stimme. Und die anderen Charaktere versuche ich eine andere Stimme zu bilden, damit es halt kleine Unterschiede gibt und damit man auch weiß, okay, da redet die Person, da redet die Person. Das ist so quasi mein Ziel. Wollte ich nur mal kurz erwähnen. Und scheint kein Eingriff. Natürlich letzte Woche, also hier letzte Woche in dieser Folge, war natürlich ein schlechter Übergang von mir, wo ich natürlich nicht überspringen konnte, was ich halt normalerweise immer mache. Deswegen war es natürlich klar, dass AJ Styles oder irgendjemand mich attackiert. Und ja. Wie gesagt, das Gespräch mit Triple H habe ich so angewandt, weil ich an sich nichts gegen meinen Produzenten habe. Oh oh. Oh man, I got chills right now. AJ? Ja, da kam die Attacke von AJ Styles. Ein Styles Clash. Geht das Match nicht weiter? Okay. Anscheinend habe ich verloren. Ja, AJ Styles hat es doch geschafft, mich zu attackieren, obwohl es safe war. Ja, das war mal sneaky Attacken von The Phenomenal One. Was nicht Phenomenal war, weil wir jetzt verletzt sind. Ja, jetzt konnte ich eigentlich meine Erklärung, wie ich so mit Triple H geredet habe, gar nicht fortführen, weil es geht Schlag auf Schlag weiter und ich finde es so gut. Also, wenn es so Schlag auf Schlag weitergeht, Ereignisse überschlagen, finde ich nicht so schlecht. Da denkt man sich, okay, da haben sich auch die, was auch Gedanken gemacht. Alles in Ordnung, Teufelskerl. Reife Leistung während des Kampfes, aber das Ende war einfach nur brutal. Wo ist er? Ich nehme ihn den Kerl zur Brust, hier und jetzt. Tut mir leid, Mann. Der muss wohl direkt im Anschluss die Fliege gemacht haben. Keine Ahnung, wohin er sich verzogen hat. Hm? Benutze ein Objekt. Finde und laure AJ Styles auf. Oh. Da ist er. Du Arsch. Jetzt kriegst du sein Fett weg. Jawohl. Ja, ja. Die Fliege gemacht haben, hä? Was glaubst du, wer du bist hier, hä? Incredible impact on that slam. So, come on. Auch unser ziemlich. Ja, wieder mal ein Backstage-Brawl. Ich glaube, es war nicht unser erster, aber wir hatten schon mal einen. Ein bisschen länger her hat. Aber ein Backstage-Brawl und auch auf so eine Art Leute zu finden, das finde ich mal cool, weil dadurch hat man auch endlich mal das auch besser nutzen können, dass wir halt jetzt auch mal hier rumlaufen Backstage. Ah, scheiße. Oh, scheiße. Ja, ja, Twisted Heap. The point of that elbow delivers. Styles looks like he wants to do it all by himself.
Oh, AJ. Few superstars are as dominant as this guy. Angle Slam. Was müssen wir für Ziel nochmal aufführen? Ja, ein Objekt haben wir benutzt. Here he goes. Und jetzt noch ein Piledriver hinterher. Dann müsste er nicht. Ach, Powerbomb haben wir, stimmt. Ja, ist er auch. Was, hä? Who do you think you are, huh? Who do you think you are, AJ? Einmal lasse ich durchgehen. Aber nicht. Zweimal. Ja, komm. Hm, stehst nicht auf, hä? Nothing like a few good old-fashioned chair shots. He's delivering an old-fashioned butt kicking right here. He might have it. Bam. That's it. Wow, I'm just as surprised. Oh, noch nicht. Okay. Oh man, AJ Styles is in trouble. Again. So. It seems to be working for him. Oh, and again. Hey, stick with what's working for you, right? Komm, Konter einmal. Yeah, he sure seems to like that, Michael. Maybe a little too much. Taking him a while to get up here. I don't think he has anything left, Michael. Oh, shows no mercy in that poor chair. So jetzt, komm, Finisher, 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 Finisher. Den kann er nicht kontern. Und hier kriegst du dein Fett weg. Und das war unser Sieg. Ja. Damit haben wir diesen Backstage-Brawl gewonnen. Und auch so Security. Hör auf, lass ihn. Er stirbt sonst. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, war natürlich cool. Hauptsache ich gehe zu ihm, der ist am Telefonieren. Einfach mal, so wie halt früher, einfach mal aufs Maul hauen und dann verprügeln. Ne? Kennt man doch. In der Street Life. Da sagt man nicht, ey, was ist los? Einfach direkt prügeln. Schon läuft das. Sollt ihr natürlich nicht tun. Erstmal das Gespräch suchen. Und keine Gewalt einsetzen. Also, don't try this at home. Kids. Also, macht's bitte nicht nach. Was man auf jeden Fall hören sollte. Also, das sollte man nicht nachmachen unbedingt, diese Moves, weil die können sehr schnell schief gehen. Keine Ahnung, so ein Piledriver sollte man nicht versuchen. Oder eine Powerbomb. Das könnte sehr schmerzhaft sein. Ja, dann würde ich mal sagen, wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, was in Woche 4 passieren wird, weil die Ereignisse überschlagen sich und ich bin mal gespannt. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.